Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein Lego Unboxing, und zwar ein Lego Ideas Set. Und zwar keins zum Kaufen, sondern ein Ideas GWP. Da gab es ja noch nicht so viel. Ich glaube, das ist das zweite, meine ich. Ich glaube, das erste war diese kleine Rakete, diese vor so Spielzeuggeschäften immer steht, dafür so Geschäften für Kinder, so eine Fahrattraktion, wo man dann Geld einwirft und die dann so hin und her schaukelt. Die habe ich übrigens auch, die könnt ihr euch auch mal zeigen. Mal gucken, das wäre vielleicht auch eine Idee. Aber hier ist es mal dieser Oldtimer, so zumindest die deutsche Bezeichnung laut Lego. Ich blende euch mal die Brickset Set Card hier ein. Das Ganze ist das sogenannte Vintage Car, die 40448. Ist ein Ideaset, wie gesagt, im Jahre 2021 erschienen. Mit 189 Teilen, zwei Minifiguren und ja, eine UVP gibt es nicht, da es ein GWP war. So, hier ist das gute Stück und ich würde sagen, wir öffnen das jetzt mal, schauen uns alles weitere an. Beziehungsweise ich kann euch ja auch hier mal die Rückseite zeigen, so sieht es aus. Cool finde ich, dass es hier an der Seite mit so Surfbrettern gelöst ist. Das ist sehr, sehr cool. Die Nummernschilder sind aber, glaube ich, leider Aufkleber. Ja, das dürften Aufkleber sein. Es ist ein bisschen schade. Normalerweise, ich glaube, Ideas-Sets waren eine Zeit lang immer ohne Aufkleber. Aber das hat sich ja auch mal gewandelt. Dann das fing ja dann auch irgendwann an mit Aufklebern. So. Also. Ah, da kommt uns schon das Aufkleberpäckchen entgegen. Da sind noch genau die beiden Nummernschilder. Mehr scheint es auch gar nicht zu sein, was wir an Aufklebern haben. Das Messer kann weg. Haben wir ein großes Teil. Oder zwei große Teile. Und wir haben nur einen Bauabschnitt. Es wird also nicht keine verschiedenen Tütchen, die wir in verschiedenen Reihenfolgen aufmachen. Ist ja auch nur ein kleines Set. Hier steht ein bisschen was zu dem Designer, glaube ich. Heft in deutscher Sprache erhältlich auf lego.com. Und Arne Janke, Lego Ideas Fan Competition Winner and Lego Enthusiast. Genau, von dem kommt das Ganze wohl. Ja, hier sind die beiden Minifiguren. Und dann wird das Auto aufgebaut. In wie viel Bauschritt? Also es ist ja ein Abschnitt, ein Tütchen. Aber wir haben insgesamt 39 Bauschritte. Im letzten Schritt werden die Reifen aufgezogen. Ja, und nach 39 Bauschnitten und 54 Seiten, habe ich eben gesehen. Da, 54 Seiten, ist der kleine Oldtimer fertig. Und ja, ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt mal in einem kleinen Speedbild fertig. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis gleich. So, da kommt das auch schon angefahren. Das Vintage Car, der Oldtimer. Ja, ein richtig, richtig schickes, cooles, kleines Modell. Ja, passen sogar beide Figuren nebeneinander ins Auto rein, auch wenn sie ja so ein bisschen sich überlappen, muss man gucken. So, dass sie ein bisschen Händchen halten würden. Aber das macht ja nichts. Ich nehme die beiden mal raus, die gucken wir uns mal zuerst an, bevor wir uns dem Auto zuwenden. Ja, die Figuren haben jetzt ja nicht unbedingt so was Besonderes, sag ich mal. Standardbeine in einer Farbe. Nichts dual molded, nichts bedruckt, gar nichts. Ja. Dafür Oberkörper, die Torsis sind ganz cool. Er hat hier so eine Art College-Jacke an. Mit NB drauf. Und hier so. Ja, so. Hier Squids.
Ich meine, kamen die Squids nicht in Hidden Side vor? Ist das nicht eine Hidden Side-Jacke? Ich bin mir nicht sicher. NB Newberry, oder? Kann das sein? Ich bin mir 100% sicher. Und cool auch halt hier die Arme in Orange, während die Weste in so einem Türkis ist. Ist ganz cool. Auch hinten bedruckt, das ist ganz nett. Sie hat hier eine schwarze Lederjacke an, würde ich sagen, auf einem schwarz-weiß gestreiften Oberteil. Was hinten auch ein bisschen rausguckt dann. Eins, was ein bisschen blöd halt wie immer ist, ist der Aufdruck hier, der gelbe Aufdruck. Das ist ein ganz anderer Gelbton als das Gesicht, weil das soll ja irgendwie dann das Dekolleté wohl darstellen und so, ja, aber naja. Ansonsten ein Standard Haarteil mit Zopf bei ihr. Hier so ein Standard, so ein bisschen so eine tolle, so coole Frisur. Dann hat er hier ein Gesicht mit Sonnenbrille. Und ansonsten gar nichts. Also hier haben wir kein Wendegesicht. Bei ihr jedoch haben wir einmal hier ihr Gesicht mit Sonnenbrille. Oder aber sie hat auch eins, wo die Sonnenbrille ab ist. Warum auch jetzt immer sie nur ein Wendegesicht hat und er nicht auch noch eins ohne Sonnenbrille hat, wer weiß. Vielleicht braucht er die Sonnenbrille ja aus medizinischen Gründen und kann sie deswegen nicht abnehmen. Keine Ahnung. Naja, egal. Also die beiden Minifiguren sind enthalten. Das nebenbei. Scheint aber auch nichts Exklusives zu sein, meine ich zumindest. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege. Ich habe auch jetzt nicht irgendwie was recherchiert. Ja, kommen wir zum Auto. Wie gesagt, cool, echt cool, ja. Es sind zwei Aufkleber, ist okay, ja. Kennzeichen nach vorne. Übrigens, Kennzeichen AM0973 und das 0973, wenn man es auf den Kopf dreht, könnte man hier auch Lego lesen. Die 7 als L, die 3 als E, die 9 als G und die 0 als O. Nur wofür das AM steht, keine Ahnung. Also A, das könnte, ich habe mal geguckt, das könnte von dem Arne Janke hier sein, dem Designer. Aber warum dann M? Also M kommt bei ihm nicht vor, weder im Vor- noch im Nachnamen. Irgendwie, also ich habe jetzt auch ein bisschen geguckt, mal kurz bei Google reingeschaut, habe ich nichts finden können. Außerdem, was ich auch schon rausgekriegt habe, mit dem, dass es 0937, wenn man das auf den Kopf stellt, dass es halt Lego heißen soll. Aber warum ist RM? Vielleicht Arne und M für Mock oder keine Ahnung. Vielleicht ist auch M der Vorname des Lego-Designers, der das Ganze ein bisschen, weil das ist ein etwas abgewandeltes Design von den Ideas-Designs. Ja, das ist ein bisschen abgewandelt, das ist ja schon im Vergleich zum Original, ja. Und witzig finde ich hier vorne die Eislauf-Schlittschuhkufe quasi, die man den Minifiguren unten dran machen kann. Als Kühlerfigur, sag ich mal, das sieht richtig cool aus. Was ich ein bisschen komisch finde oder mich ein bisschen, ja, beim Bauen gestört hat und jetzt wenn ich mir das angucke auf der Verpackung, was mir vorher nicht aufgefallen ist, ist, dass die Windschutzscheibe so verkehrt rum eingebaut wird. Ich weiß nicht. Damit werde ich irgendwie nicht so richtig warm. Das ist irgendwie, wirkt es bei mir ein bisschen, ich weiß nicht. Genauso wie die Surfbretter, die wirken auch ein bisschen aufgesetzt. Sieht aber in dem Modell nur so aus. Der originale Ideas-Entwurf sah da besser aus, muss ich sagen. Ja, ansonsten hier zwei Scheinwerfer, zwei Außenscheinwerfer, hinten die Rückleuchten, vier Stück. Vorne die Frontscheinwerfer und alles auch sehr, sehr cool, sehr stromlinienförmig und so wie man sich halt so ein Auto, weiß ich, Cadillac oder sowas, nee, ist das ein Cadillac? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Autos, mit amerikanischen Autos schon gar nicht mal so aus irgendwie, aber halt so ein typischer amerikanischer Oldtimer. Das wird wahrscheinlich auch gut zu diesem American Diner passen, was es von Lego mal gab. Upp. Ja, und die sind halt, obwohl hier zwei Aufnahmen sind, passt es trotzdem nur so rein, dass das Stück hier, die ausstehende, ja, nicht direkt Noppe, dass die nur hier reingeht, ins Vordere. Anders passt das gar nicht. Also es ist doch nur an einem Punkt. Man sieht, man kann das auch ein bisschen drehen. Ja, ich dachte, wenn das schon ein Doppeltes ist, dass man dann auch das wenigstens hier zwischen zwei stecken könnte oder wenn man es auf die beiden dann. Aber das passt nicht. Das ist dann zu weit hinten und dazwischen passt es auch nicht. Das klappt dann hinten mit dem Felgenkasten hier nicht zusammen, ja. Also ich weiß nicht, das ist, ja, ohne sieht es auch blöd aus, dann müsste man die Teile ersetzen durch irgendwas anderes, habe ich auch schon gesehen im Internet, dass das welche gemacht haben, ja. Aber ansonsten, es ist eine coole Farbe, finde ich, dieses Türkis hat was und es wirkt auch trotz allem, also wie gesagt, es ist ja nur ein kleines Modell und für ein GWP mega gut, also eins der coolsten GWPs, finde ich, oder eins der besseren GWPs, ja. Wenn man da jetzt an den komischen Vorgarten des Weihnachtsmanns denkt, den es da jetzt letztes Jahr, muss man schon sagen, wir haben ja 2022 schon, den es letztes Jahr 2021 dann zu Weihnachten gab, ja, da ist sowas doch schon viel, viel besser auf jeden Fall. Ja,
das dazu. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem GWP hier haltet. Das ist ja schon ein bisschen älter, ich weiß, gibt es schon lange nicht mehr. Habt ihr, wisst ihr vielleicht, wofür das M noch steht oder das AM? Wie gesagt, A könnt ihr mir vorstellen, dass es für den Vornamen steht, aber das M, keine Idee. Wisst ihr vielleicht Näheres, woher das AM kommt? Na, ich konnte nichts dazu finden. Wenn ihr da was wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und auch sonst alles, was euch hierzu einfällt, gerne in die Kommentare hauen. Lasst uns ein bisschen über Lego Ideas, über GWPs, über diesen Oldtimer hier, das Vintage Car, wie es im Original heißt. Lasst uns da gerne mal ein bisschen drüber quatschen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.